Dann begrüße ich jetzt auch ganz offiziell die YouTube-Zuschauer, die später den Mitschnitt einschalten. Und bedanke mich direkt zum Start dann auch wieder bei Männer, der resubscribed hat für 26 Monate inzwischen in Folge. Danke dir, lieber Männer. Wir sind hier, um uns heute wieder ein bisschen mit unserem Anfänger-Account zu beschäftigen. Das Ganze ist immer noch ein Free-to-Play-Account, so wie wir ihn ursprünglich mal erstellt haben. Es gibt eine kleine Änderung, die habe ich nicht im Livestream gezeigt. Und zwar bin ich wegen Halloween oder aufgrund des Halloween-Events einmal bis nach Löwenstein gelaufen mit meinem Charakter. Ich habe mich nach Ratasum begeben, bin dort nach Holbrack. Nee, sogar, ich bin geportet zur Wegmarke Hornhufkrause. Bin von da aus dann zu Fuß einmal den kompletten Weg gelaufen und wollte herausfinden, ob ich Löwenstein betreten kann, um das Halloween-Event zu spielen. Tatsache ist, man braucht tatsächlich einen Level 35er Charakter, um die große Hauptstadt zu betreten. Vorher ist das Ganze nicht möglich. Entsprechend bin ich den Weg nicht nur umsonst gelaufen, gut, dass das nicht im Livestream war, sondern habe auf dem Weg auch noch, glaube ich, ein Level zugelegt. Das heißt, wenn ihr euch jetzt wundert, wir waren beim letzten Mal Stufe 12, jetzt bin ich Stufe 13, dann hat das tatsächlich damit zu tun, dass ich diesen großen, weiten Umweg gewählt habe. Ehe die Leute dann auf YouTube das Ganze auch noch ansprechen, ja, ich bin wieder grün. Diesmal hat es noch weniger mit Halloween zu tun. Es ist so typisch mein Leben irgendwie. Den ganzen Morgen schien überhaupt gar keine Sonne, als ich draußen rumlaufen musste, kurz vor der Uni zurückkam, dann noch kurz einkaufen war. Währenddessen war es grau in grau. Es hat sogar ganz leicht genieselt, als ich morgens aus dem Haus bin. Und jetzt, wenn ich streamen möchte, wenn ich gemütlich in der Wohnung sitze, dann strahlt wieder die Sonne in mein Zimmer. Und wenn ich sie halt reinlassen würde, dann würde ich auf meinem Monitor nichts mehr wirklich erkennen können. Ich wäre nur hell erleuchtet und anstatt hell erleuchtet zu sein, bin ich dann lieber grün. Wir haben uns für die heutige Episode vorgenommen, ein bisschen ins PvP reinzuschauen. Wir haben ja beim letzten Mal die Chronik als großes Thema gehabt. Was sind die einzelnen Abschnitte? Scarlets Krieg, wo man sich das anschauen kann. Was die unterschiedlichen Staffeln ausmachen, dass das Ganze Edelsteine kostet und so weiter. Und heute wagen wir den direkten Sprung ins PvP und starten damit, dass wir den Betreten PvP-Lobby-Knopf drücken. Das könnt ihr theoretisch von Anfang an, und das ist auch das Schöne an Guild Wars 2, ihr braucht keinen maximalen Charakter, weder vom Level noch von der Ausrüstung, um im PvP Fuß zu fassen. Das ist auch ganz, ganz wichtig für Neulinge, denn bis man tatsächlich komplett und gut ausgerüstet wäre, würde es eine Weile dauern. Manche möchten aber vielleicht auch nur PvP spielen. Und da eignet sich Guild Wars 2 halt perfekt. Denn ihr könnt tatsächlich mit einem Klick ins PvP springen und habt dann alles freigeschaltet. Ich beruhigte übrigens, dass Männer so viele schlechte Grünsprüche parat hatte. Das lässt mich ja noch einiges hoffen heute im Stream-Chat. Und ich erwarte jetzt auch, dass ihr ein bisschen was liefert, ne? Andernfalls wäre ich sehr, sehr enttäuscht von meinen Zuschauern. Ich hoffe auch, dass ihr wieder so ein bisschen an der ganzen Sache mitarbeitet. Das heißt, wenn ich irgendwas vergesse, was aber definitiv wichtig wäre, dann schreit unbedingt von der Seite über den Twitch-Chat rein und ich werde das entsprechend dann noch einwerfen. Was passiert, sobald wir die PvP-Lobby, das sogenannte Herz der Nebel, betreten? Das sieht dann so aus. Hier gibt es unterschiedliche Wegmarken, um verschiedene Orte zu erreichen, an denen man was ausprobieren kann. Wir haben hier oben zum Beispiel die wichtigsten Händler und einen Bankzugriff, einen Zugriff zur Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft. Das wäre wahrscheinlich sogar ein guter Trick gewesen, um am Anfang das Craften zu leveln. Ich glaube, wir hatten angefangen, ein bisschen zu kochen, wenn ich mich nicht täusche. Und hier gäbe es dann tatsächlich die Möglichkeit, dann die Sachen vom Handelsposten abzuholen. Hier gibt es einen ganz normalen Kaufmann. Hier gibt es einen Lorbehändler und einen Bankzugriff. Was es hier ebenfalls gibt, das sind die Händler hier außen. Das sind Season-spezifische Händler. Im PvP gibt es regelmäßig eine Saison. Die nächste startet, wie ihr hier sehen könnt, am 7. November. Und in dieser Saison könnt ihr euch verschiedene Dinge verdienen. Belohnungen, die sich dann hier eintauschen lassen.
gegen aufgestiegene Rüstungen, gegen ein oder einzelne Rückenteile, die später zu einem aufgestiegenen und sogar zu einem legendären Rückenteil gebaut werden können. Es gibt verschiedene Miniaturen und verschiedene sonstige Inhalte, die ihr euch über die Tickets freischalten könnt. Damit ihr euch aber überhaupt erst mit der Season beschäftigen könnt, benötigt ihr, das steht hier auch sehr schön mit dabei, erstmal Rang 20 im PvP. Und wie ihr zu Rang 20 kommt und was ihr beachten müsst, genau darum soll es heute gehen. Sobald ihr das PvP betretet, seid ihr automatisch auf Level 80 hochgestuft oder werdet ihr automatisch auf Level 80 hochgestuft und habt dieses wunderschöne PvP-Menü hier oben. Einmal PvP spielen, das ruft dasselbe Menü auf wie hier links am Rand. Interessant ist aber PvP-Bild, denn da entscheidet ihr, mit welchen Waffen und mit welchen Werten ihr in das PvP startet. Guild Wars 2 hat im PvP, anders als im PvE, überhaupt nichts, also was die Werte angeht, mit der Rüstung zu tun. Wichtig ist nur, dass ihr Rüstungen tragt. Und zwar an den Händen, an der Brust, den Beinen und den Füßen. Andernfalls verliert ihr tatsächlich Rüstungswert. Da ihr im Normalfall aber eine Rüstung anhabt, allein schon aus dem PvE bedingt, sollte das für euch kein großes Hindernis sein. Die Werte, die Rune, alles auf der Rüstung ist total egal. Denn ihr bestimmt die Werte einzig und allein über dieses Fenster hier. Die Waffen, die ihr auswählt, das Amulett und die Rune. Amulett und Rune. Das sind die entscheidenden Punkte, zusammen mit den Sigillen, an denen man auch noch ein bisschen was drehen kann. Und je nachdem, was ihr hier auswählt, bestimmt ihr dann tatsächlich eure Werte im PvP. Die unterscheiden sich. Ich könnte zum Nein, kann ich nicht, weil hier tatsächlich nicht die PvE-Werte angezeigt werden. Schade eigentlich. Sonst hätte man einen schönen Vergleich ziehen können, wie viel Kraft wir aktuell besitzen. Weil uns sollte klar sein, die 2050 erreichen wir mit dieser Rüstung nicht. Hier haben wir 9, 12, 2 sind dann 14 logischerweise. Auf unserem Schwert hätten wir dann nochmal plus 16, dann wären wir so ungefähr bei 30, 34 Kraft, die zusätzlich auf die 1000 Grundkraft drauf käme. Das heißt, wir sind bei 1034 und nicht bei 2050. Die Werte orientieren sich also tatsächlich komplett an den Runen und Amuletten. Ihr seht auch, ihr habt einen Zugriff auf einen Großteil der Runen. Ein Teil oder ein gewisser Teil wurde aber auch nicht freigeschaltet. Dahinter verstecken sich hauptsächlich die Runen aus Heart of Thorns und aus Path of Fire. Also die Grundrunen stehen euch zur Verfügung. Die Path of Fire Runen sind, glaube ich, noch nicht im Spiel, werden aber demnächst dann dazukommen und sich ebenfalls hier verstecken. Dazu zählen dann zum Beispiel, ihr seht hier, jede Elite-Spezialisierung hat eine Rune. Der Berserker zum Beispiel, der Chronomant, der Drachenjäger. Und genauso wird es demnächst auch POF-Runen geben, wo sich dann eben die Path of Fire-Inhalte hinter verstecken. Das Ganze freizuschalten kostet euch dann in der Regel Gold. Ihr seht das hier, 5 Gold für die Runen. Ich glaube, da gibt es auch keinen Preisunterschied, wenn ich mich nicht täusche. Nein, das sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Selbiges gilt dann fürs Amulett. Ein Großteil steht euch kostenfrei von Anfang an zur Verfügung. Ein kleiner Teil muss über Gold freigekauft werden. In diesem Fall sind das auch 10 Gold pro Stück. Klingt jetzt im ersten Moment nach sehr, sehr viel. Die Wahrheit ist aber, die meisten dieser Amulette oder nur wenige dieser Amulette werden tatsächlich benutzt. Für einen Großteil der Builds reichen tatsächlich auch die Standard-Amulette, die uns hier freigeschalten wurden, die uns automatisch freigeschaltet wurden. Ja, hierüber baut ihr dann tatsächlich euer Bild. Wo kriege ich denn jetzt ein Bild her, wird der ein oder andere mich fragen. Und das ist eine sehr, sehr gute und eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ich würde jetzt zu gerne sagen, ja, hey, auf guildnews.de findet ihr tatsächlich alles. Das stimmt aber bei Klassenguides tatsächlich nur zum Teil. Wir arbeiten mit den Lucky Noobs zusammen, um bei uns aktuelle Raid Guides zu haben. Und ich selber probiere hin und wieder Guides zu den Klassen zu veröffentlichen, die ich tatsächlich auch spiele und verstehe. Ich könnte jetzt einfach anfangen und bei anderen Seiten kopieren und das irgendwie 1:1 bei uns eintippen. Das ist aber, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Sache. Dann nehme ich halt die Arbeit von anderen und da steckt teilweise sehr, sehr viel Mühe drin. Fürs PvP empfiehlt sich tatsächlich, auf metabattle.com vorbeizuschauen.
Da findet ihr in der Regel aktuelle PvP-Klassenguides. Zumindest findet ihr da das Bild, was Rune, Amulett, Sigille und dann auch die Eigenschaften angeht. Zur Spielweise empfehle ich dann doch immer, entsprechende YouTuber oder Twitch-Streamer aufzusuchen und da so ein bisschen was zu lernen aus den Streams. Es gibt ja für verschiedene Klassen die verschiedensten Profis, sage ich das jetzt einfach mal an dieser Stelle. Und kann euch auch empfehlen, immer dienstags bei uns im Stream vorbeizuschauen. Da findet ihr aktuell mich, wie ich ein bisschen mit dem Bannbrecher, also der Elite-Spezialisierung aus Path of Fire für den Krieger rumspiele und auch regelmäßig den Druiden, Elite-Spezialisierung vom Waldläufer aus Heart of Thorns, auspacke. Da ist dann auch nochmal der interessante Punkt, hey, ich bin ja ein Free-to-Play-Account. Gibt es denn da auch Builds für Free-to-Play-Accounts? Und ja, die gibt es. Ihr müsst da so ein bisschen durchschauen. Das Ganze ist halt sortiert nach Meta, sehr gut, gut, also was die Spielbarkeit angeht. Und vorne seht ihr dann immer die Icons, die zu dem Bild gehören. Und ja, daran müsst ihr dann halt so ein bisschen, oder daraus müsst ihr schließen, was das tatsächlich für eine Elite-Spezialisierung ist. Und alle Builds, die keine eigene Elite-Spezialisierung voraussetzen, sondern tatsächlich nur das klassische Icon vorne haben, zum Beispiel vom Dieb oder vom Waldläufer, sind dann die Builds, die ihr tatsächlich auch spielen könnt. Es gibt zumindest im Bereich Great und Good genügend Builds, die eben auch ohne Elite-Spezialisierung auskommen. Da ist das Vanilla-Shatter-Build vom Mesmer, da ist das Fresh-Air-Build vom Elementarmagier, da ist zum Beispiel, ich gehe gerade mal durch, ein klassischer Dieb, der kommt auch immer noch ohne den Draufgänger aus. Es gibt ein Wächter-Build, das funktioniert ohne Elite-Spezialisierung. Und es gibt tatsächlich auch ein Build für den Waldläufer. Und an diesem Build können wir uns jetzt wunderbar orientieren. Ich baue das einfach mal ganz fix nach, auch wenn ihr das jetzt tatsächlich nicht sehen könnt. Das Bild würde gespielt werden. Ihr seht das hier auch. Ihr habt alle Tiergefährten freigeschaltet, mit Ausnahme derer, auf die ihr sowieso nicht zugreifen könnt. Das sind nämlich die Tiergefährten aus Heart of Thorns und aus Path of Fire, also aus den beiden Erweiterungen. Und wir orientieren uns jetzt wirklich mal komplett daran. Ich glaube, dass das Bild auch so, oder dass ja doch der ganze Guide auch so gebaut wurde, dass man tatsächlich keine Erweiterung braucht. Denn hier wird spezifisch auch auf zwei ältere Tiergefährten zurückgegriffen, die zwar ganz nützlich sind, immobilisieren und vieren, dem Gegner Furcht einflößen und ihn damit ja so ein bisschen kontrollieren bzw. von einem wegscheuchen. Das sind sehr, sehr schöne Dinge, sind aber nicht klassisch in jedem Waldläuferbild, glaube ich, drin. Sondern werden mir hier auch schöne Vorschläge gegeben, welche Utility-Fertigkeiten ich benutzen soll. Ich würde das, glaube ich, hier einmal tauschen, ne? Und das auch einmal tauschen, damit ich das so in der Reihenfolge habe, wie ich das gerne nutze. Dann findet ihr dort in der Regel auch ein Bild, wie ihr eure Eigenschaften verteilen sollt. Und daran könnt ihr euch dann tatsächlich orientieren. Nicht immer sind die Builds von Meta-Battle die besten oder die, die man unbedingt wählen sollte. Aber für Leute, die jetzt komplett keine Ahnung haben, wo sie hin möchten, ist das in der Regel nicht verkehrt, da nachzuschauen. Kann ich auch eigene Builds spielen, Sputti? Natürlich könnt ihr das. Ja, das soll euch tatsächlich überhaupt nicht stören, was hier passiert. Die Frage ist halt, wo ihr hin möchtet. Möchtet ihr ein bisschen Spaß haben und ein bisschen vor euch hinspielen, dann ist das sicherlich vollkommen in Ordnung. Wenn ihr euch entsprechend eigene Builds bastelt, wenn ihr aber sagt, hey, ich möchte auch ein bisschen was im PvP erreichen und erleben und nicht nur immer nur frustriert sein, dann macht es in meinen Augen halt auch Sinn, auf die Sachen zurückzugreifen, die einem sowieso schon vorgegeben werden. Ich kopiere den Link nochmal, nachdem er gerade im Chat automatisch gebannt wurde vom Nightbot. Dankeschön über Blackie, dass du den probiert hast zu posten. Und sehr, sehr schön, Shimi, dass du nochmal einen Waldläufer-Diss hinterherhaust gegen mich. Richtig so. Ich habe gerade den Chat ein kleines bisschen vernachlässigt, muss ich gestehen. Gut, jetzt habt ihr also euer Bild gebaut. Ja, ob ihr es nun von einer Webseite bezieht oder ob ihr es tatsächlich selber gebaut habt, spielt erstmal keine Rolle. Ihr habt ein Bild. Was mache ich jetzt damit? Oder wie geht's jetzt für euch tatsächlich weiter?
Ihr habt verschiedene Dinge, die ihr theoretisch auch hier noch ausprobieren könntet. In dieser wundervollen Lobby. Und zwar könntet ihr jetzt hinübergehen auf die Kampftrainingsinsel und dort mal so ein bisschen ausprobieren, was eure Fertigkeiten überhaupt machen. Dafür gibt es Zielgolems mit leichter, mittlerer und schwerer Rüstung und könnt dann so ein bisschen einschätzen, okay, ne, so viel Schaden verursache ich oder so viel Schaden verursache ich auch nicht. Was machen meine Fertigkeiten? Die 4 ist zum Beispiel Knockback, die 3 macht mich unsichtbar. Das sind halt alles so Dinge, die ihr dann quasi hier an diesen Golems herausfinden könnt. Wer dann schon ein kleines Stückchen weitergehen möchte, hat noch mal eine Option. Und zwar gibt es auch hier in der Lobby noch eine kleine Kampfarena. Das ist logischerweise hier an der Wegmarke Arena der Fall. Und da könnt ihr euch mit anderen Leuten, die gerade warten oder auch nicht viel zu tun haben, tatsächlich zusammentun und euch ein bisschen auf die Mütze geben. Ist besonders schön, wenn wir zwischendurch Wartezeiten haben. Mir scheinen die Leute hier sehr passiv zu sein. Ich hätte das vielleicht zuerst wegschießen sollen. Ärgis. Normalerweise wird sich hier ordentlich verprügelt. Ich weiß nicht so hundertprozentig. Na? Oh, ich habe meine... Hahaha! Ich stelle gerade fest, dass ich meine Tasten nicht umbelegt habe, wie ich sie tatsächlich auch in meinem normalen Spielgebrauch nutze. Sodass ich jetzt keine Taste für die Elite-Fertigkeit und keine Tasten für 7 und 8 belegt habe. Okay. Das ist, schlecht, würde ich sagen. Ich probiere das gleich dann mal zu fixen, wenn ich hier umgebracht wurde. Denn ohne die Fertigkeiten benutzen zu können, ist das Leben etwas schwierig. Aber hey, das bringt uns ja auch zu einem anderen Punkt, nämlich Tastenbelegungen. In der Regel würde ich euch empfehlen, die Tasten umzubelegen. Ihr kommt gerade im schnellen PvP nicht auf die Tasten 6, 7, 8, 9 und 0, sondern solltet zusehen, dass ihr da tatsächlich dann etwas andere Tasten belegt. Ich habe es in der Regel auf Q und E, habe ich die Hilfsfertigkeiten 2 und 3 und habe die Fertigkeit, die normalerweise einen sogenannten Stunbreak enthält, weiß ich auch wieder, warum ich das hier andersrum hatte, habe ich immer auf einer Maustaste, ebenso die High-Fertigkeit und die Elite-Fertigkeit. Auch wenn da jetzt irgendwie Ü, Ö und sonstige Dinge standen, das sind halt tatsächlich meine belegten Maustasten. Und ja, das ist so eine Sache, da müsst ihr euch dann selber reinfuchsen. Es gibt im Internet recht viele Guides, Leute, die einem sagen, so solltet ihr die Tasten belegen, Leute, die vorstellen, wie sie ihre Tasten belegen. Ich empfehle euch einfach so ein bisschen so ein eigenes Gespür für zu entwickeln. Es gibt Leute, die belegen sich zum Beispiel jede Taste zusätzlich mit Shift. Also in diesem Fall hätte ich da nicht nur Q und E, sondern auch Shift-Q und Shift-E, um dann nochmal zwei Fertigkeiten draufzulegen. Das habe ich mir inzwischen auch angewöhnt, wenn es zum Beispiel um das Beschwören der Reittiere geht. Ich bin aber ansonsten vielleicht auch motorisch noch nicht gut genug, um alles doppelt mit Shift und mit Steuerung und mit Alt zu belegen, sondern orientiere mich in der Regel oder probiere dann in der Regel einfach alle Tasten, die sich rund um WASD befinden, mit sinnvollen Dingen zu belegen. Zum Beispiel auch Y, X, C, R, F, was auch immer halt dazugehört. Da müsst ihr einfach so ein bisschen euren eigenen Stil entwickeln. Dann waren wir, wie gesagt, hier gerade in der Kampfarena, in der es gerade noch sehr gemütlich zugeht. Immer noch. Warum der Dieb auch immer da gerade als freundlich... Okay, entweder laggt das hier ein kleines bisschen oder... Das läuft nicht so... Oder die Leute finden hier inzwischen Wege... sich so ein bisschen zu buggen und das Terror zu nutzen, um sich irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Zumindest wirkt das so an der einen oder anderen Stelle. Ja, und ihr könnt euch, wie gesagt, hier so ein kleines bisschen prügeln. Das ist halt für den Einstieg oder für die Wartezeiten immer ganz nett. Aber im Großen und Ganzen hat das hier natürlich nichts mit irgendwie kompetitivem PvP zu tun. Ihr werdet wahrscheinlich auch nicht so viel über euch und über die Fertigkeiten eures Gegners lernen. Vor allem nicht, wenn Leute wie der Elementarmagier dann irgendwie einfach nur rausspringen, kurz bevor sie sterben. Oder der Elementarmagier hier gerade, der Suizid begangen hat.
Hier passieren sehr, sehr merkwürdige Dinge, möchte ich anmerken. Ja. Wir bewegen uns dann hier mal wieder raus, denn euch interessiert sicherlich, wo geht denn das... Ah, okay. Wenn ich Infight bin, kann ich tatsächlich gar nicht hier rausgehen. Deshalb bringen die Leute sich um. Ihr merkt, dass ich viel zu wenig Zeit in diesem... in dieser Kampfarena verbringe. Ich habe bisher auch noch keinen Grund gesehen, warum ich hier Zeit verbringen sollte. Fun Fact... Ich kann nicht gleiten und damit nicht aus der Arena fliehen. Ist das richtig? Ich muss mich jetzt töten lassen. Sehr gut. Vielleicht hätte Arena nicht mich auch einfach im Kampf aus der Arena fliehen lassen können sollen. Fliehen lassen können sollen. Sehr, sehr schöne, sehr, sehr gute und erfolgreiche Sprache, die du da hast, Alex. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier als erstes sterbe. Danke. So, dann verlassen wir den Arena-Teil tatsächlich wieder. Und schauen uns jetzt das an, was vielleicht ein bisschen interessanter für euch ist, nämlich das richtige PvP. Und dazu haben wir hier oben das Menü. Und auch hier haben wir theoretisch drei Optionen. Wir haben die beiden Button Spielen und Antreten. Und wir haben am Rand, vier Optionen sogar, wenn man die Turniere mitrechnet, den Spielbrowser. Das ist, oder wird im Allgemeinen als sogenanntes Hotjoin bezeichnet. Und hierbei handelt es sich um Arenen, in denen man spielen kann. Es ist halt, jeder Spieler hat theoretisch eine Möglichkeit, sich ein Arena-Kit zu kaufen und selber so einen Server zu hosten. Da lassen sich dann theoretisch eigene Regeln erstellen, wie zum Beispiel, wie viele Spieler daran teilnehmen dürfen, ob Leute zuschauen können, ob es ja bestimmte Regeln gibt, wie viele Punkte gebraucht werden. Also so ein paar Dinge kann man da einfach selber einstellen. Es gibt einige Gilden, die nutzen ihre Arenen zum Beispiel, um... ja, so ein bisschen den Rang hochzufarmen, den man auf Stufe 20 zum Beispiel braucht, um später dann in der Season spielen zu können, in der Ranked- oder Ranglisten-Arena. Andere wiederum benutzen ihre Arena zum Beispiel für 1-gegen-1-Kämpfe, um da ein bisschen zu trainieren. Und dann gibt es noch allgemeine Server, die haben eine Nummer und diese Server funktionieren regulär. Wo haben wir denn zum Beispiel ein paar mehr davon? Hier haben wir ein paar mehr davon. Das sind die Server, die regulär von ArenaNet gehostet werden und die auch den Regeln folgen, denen dann quasi die erste Warteschlange hier folgt. Das klassische Spielen. Das Schöne ist, in der Arena könnt ihr theoretisch mit euren Freunden zusammen losziehen. Ihr könnt euch darauf einigen, dass wir alle auf denselben Server gehen und dann wird einfach sich nur gegenseitig gehauen. Wer dann später auch eine eigene Arena hat, kann diese dann passwortgeschützt machen. Das ist ganz, ganz angenehm für den Einstieg. In der Regel ist da aber sehr, sehr wenig los. Wir können jetzt einfach mal in eine von ArenaNet erstellte Arena springen und dann einfach mal schauen, was hier passiert. Ich glaube, ich habe da gerade drei Leute gesehen, die gerade ja, in der Arena unterwegs waren. Die Leute springen hier sehr, sehr schnell rein, gehen auch sehr, sehr schnell wieder raus. Und so wie es aussieht, weiß ich nicht, wolltet ihr hier unbedingt 1-gegen-1 machen? Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass sich viele Leute auch dann eben in solchen Arenen treffen, um das 1-gegen-1 durchzuführen. Das sieht hier nämlich gerade so aus. Er lässt den Gegner wieder aufstehen und dann wollen die sich wahrscheinlich, wenn sie die Lebenspunkte regeneriert haben, weiter so ein bisschen duellieren. Deshalb laufen sie jetzt auseinander. Man kann jetzt natürlich ein bisschen ja, asozial sein, hier reinspringen, sich in dieses 1-gegen-1 einmischen. Das möchte ich aber gar nicht machen. Denn davon habe ich nichts und davon haben die beiden am allerwenigsten was. Das heißt, ich lasse die jetzt hier erstmal machen und zeige euch so ein bisschen, worum es im Kern im Guild Wars 2 PvP geht. Grundsätzlich gilt in jeder Arena eine einzige ausgenommen, nämlich die Stronghold, wie heißt es auf Deutsch? Schlacht um Champions Dämmerung, glaube ich. Und das ist ein komplett anderer Spielmodus. Aber im Großen und Ganzen haben alle Karten 3 Capture Points. 1, 2, 3. Und wenn man diese Capture Points kann man erobern, indem man sich auf so einen Punkt draufstellt. Hier seht ihr dann rechts am Rand eine kleine Leiste, die tickt nach oben. Sie tickt nicht schneller, wenn mehr Leute auf dem Punkt stehen. Das ist Grundregel Nummer 1 und diese Regel ist sehr, sehr wichtig, weil PvPler oder weil gerade Anfänger halt dann immer das Verlangen haben, mit mehreren Leuten auf so einem Punkt zu stehen. Macht das nicht, sondern cappt das Ding möglichst alleine oder lasst euren Mitspieler das alleine cappen. Es ist auch so, wenn 3 Gegner auf diesem Punkt laufen und nur ich würde hier stehen,
würde der Punkt trotzdem weiterhin mir gehören. Das heißt, die Spielerzahl spielt keine Rolle, sondern nur die Fraktionszahl. Heißt, solange ich hier stehe, ist alles tatsächlich gut. Kommt jetzt ein Gegner und ich würde hier drauf nicht mehr stehen, würde der Punkt irgendwann halt neutral werden und dann könnte der Gegner den Punkt cappen. Solange ich aber hier drauf stehe, passiert tatsächlich nichts. Capture Points geben alle 2 Sekunden einen Punkt. Und das Ziel ist in der Regel, 500 Punkte zu erreichen oder innerhalb der 15 Minuten, die hier runterlaufen, das Team zu sein, das die meisten Punkte hat. Und dementsprechend macht es Sinn, durch die Gegend zu laufen und Punkte zu cappen. Das ist die eine Möglichkeit, Punkte zu verdienen. Die andere Möglichkeit ist es, Spieler zu besiegen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Spieler in den Downstate bringe und ihn danach dann tatsächlich auch komplett töte, das, was da unten gerade eben in diesem 1 gegen 1 nicht passiert, genau dann würde ich 5 Punkte für mein Team verdienen. Gleichzeitig wird der Gegner besiegt und es dauert 15 Sekunden, bis er sich wieder ins Spiel einmischen kann. Diese 15 Sekunden bleibt er tot, danach spawnt er wieder in seiner Base. Ihr seht hier die beiden Basen, in denen es quasi losgeht. In der Regel gibt es dann die ganz einfache Beschreibung, der Punkt, der der eigenen Basis am nächsten ist, der sogenannte Close Point. Der ein bisschen weiter weg ist, weil er eben weiter weg ist, der Far Point. Merkt euch die beiden Begriffe einfach. Und dann gibt es halt noch den Mittelpunkt. Der wird dann in der Regel meistens dadurch beschrieben, was der Punkt für eine Besonderheit hat. Im Wald von Niflheim zum Beispiel sagen die Leute Keep dazu. Ich glaube, Feindfeuer sagen, glaube ich, wenige nur Friedhof. Ich glaube, die meisten sagen da auch Mitte. Ich glaube, es ist wirklich gängig zu sagen Close, Mid und Far. Also nah, Mitte und weit entfernt. Jede Karte hat noch eine kleine Besonderheit und zwar immer auf der Mitte und da kommen wir dann zur tatsächlichen Besonderheit und die ist bei jeder Karte unterschiedlich. In diesem Fall ist das der Altar des Aufstiegs. Das ist sogar eine Karte, die euch wahrscheinlich nicht mehr so häufig im späteren Verlauf begegnen wird. Geisterwacht gilt als nicht so gut balanced wie die anderen Karten. Hier würde man sich theoretisch eine Kugel holen und mit dieser Kugel kann man sich zusätzliche Punkte verdienen. Es dauert ein kleines bisschen, Gegner könnten einen jetzt unterbrechen beim Holen der Kugel. Und die Aufgabe ist dann wahlweise, die Kugel zum einen eigenen Punkt zu bringen, um damit viele Punkte zu verdienen. Oder ihr bringt die Kugel zu einem gegnerischen Punkt und würdet den Punkt neutralisieren und nur 15 anstelle der normalen 30 Punkte bekommen. Das sind die Optionen, die ihr hier habt. Wir werden jetzt nicht auf jede Karte gehen und durchsprechen, was auf der Karte tatsächlich die Besonderheit ist, sondern wir konzentrieren uns jetzt halt wirklich darauf, was die allgemeinen Mechaniken des PvPs ausmacht. Oh, mal gucken, ob wir das hier tatsächlich gewinnen können. Es ist jetzt kein klassisches Bild, das ich hier spiele, das ich gewohnt bin zu spielen, aber für den Wächter scheint das noch zu reichen. So, was passiert jetzt? Wir haben 2 Optionen. Wir können den Gegner, oh, das ging sehr, sehr schnell, entweder halt über Schaden besiegen oder man kann sich an ihn ranstellen und F drücken und ihn dann finishen. Das ist das sogenannte Finishen. Beides bringt 5 Punkte. Es ist also total egal, wie ihr das macht und was ihr hier macht. Ich grüße übrigens die ganzen Leute, die jetzt hier noch mit zuschauen, die jetzt nachträglich dazukommen. Es ist halt ein langer Monolog, den ich hier aktuell führe, weil das Ganze eben zur Guild Wars 2 Anfängerreihe gehört. Wenn wir aber Leute hier haben, die bisher wenig PvP gespielt haben, die spezifische Fragen zum Thema PvP haben, zögert nie, die im Chat zu stellen. Ja, wir haben jetzt also 3 Punkte in unserem Besitz. Ihr seht, alle 2 Sekunden ticken diese 3 Punkte und wir bekommen 3 obendrauf gerechnet. Jetzt das Team, das eben als erstes 500 Punkte erreicht, ist das Team, das das Spiel gewinnt. Ihr seht gerade, so sieht das aus, wenn ein Gegner den Punkt versucht zu cappen. Man kann sich jetzt hier, ich könnte mich jetzt hier draufstellen, würde den Cap wieder rückgängig machen. Einen Punkt zu neutralisieren geht immer schneller, als einen Punkt tatsächlich zu cappen. Das ist etwas, was ihr auch im Hinterkopf behalten solltet. Und dann könnt ihr im PvP eigentlich nicht so viel falsch machen. Sagte er vor allem in seinem jugendlichen Leichtsinn. Aber ich sag mal, die ersten
Matches, die wir gleich dann hoffentlich auch spielen werden im Unranked, die sollten halt recht einfach für euch sein, weil sie darauf ausgelegt sind, dass ihr ein Anfänger seid. Jetzt kriege ich hier so eine Unterstützung von unserem Mitspieler. Na, komm her. Oh. Ja, das war dann einmal ein Wächter. Ich hätte ihn jetzt versuchen können zu finishen, tatsächlich. Das habe ich jetzt wieder nicht gemacht. Zeige ich euch aber sicherlich im Laufe des Streams auch noch. Oh, wir haben schon jemanden hier, der hat 1700 Spielstunden und wusste nicht, dass es nichts bringt, mit mehreren Leuten auf dem Punkt zu stehen. Freut mich auch, dass immer wieder Leute, die schon sehr, sehr lange spielen, etwas aus den Anfängerstreams mitnehmen. Das Feedback hatte ich letztens auch in einem Gespräch mit einem Community-Mitglied. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, wir warten jetzt einmal kurz, bis das Match hier tatsächlich vorüber ist. Wir können das vielleicht noch mal ein bisschen verschnellern, indem wir uns hier diese Gabe des Aufstiegs mitnehmen. Das ist, wie gesagt, das sogenannte Hotjoin oder das ja, normale Arena-PvP. Lustigerweise könnte ich jetzt das Team wechseln und auf die gegnerische und verlierende Seite gehen. Es kommt auch vor, wenn die Teams länger nicht ausbalanciert sind, dass ein Spieler automatisch rübergeschickt wird. Da kommt dann hier der Hinweis, ein Spieler wird gleich auf die Gegnerseite geschoben, möchtet ihr euch freiwillig melden? Wenn ihr das lest, solltet ihr euch tatsächlich freiwillig melden. Denn Leute, die sich freiwillig melden, bekommen in den Arenen immer einen Sieg angerechnet, auch wenn sie danach verlieren. Also, liebe Kinder, nicht immer denken, oh, ich möchte nicht auf die Gegnerseite. Seht es als Herausforderung, ein Spiel, das ihr dabei seid, locker zu gewinnen, beziehungsweise was auf der Gegnerseite halt verloren wird, dann selber zu drehen. Und selbst wenn es euch nicht gelingt, das Spiel ja, auf den Kopf zu stellen und zu gewinnen, so bekommt ihr am Ende trotzdem einen Sieg angerechnet, weil ihr so mutig wart und gesagt habt, ich gehe freiwillig in das gegnerische Team. Arenen sind ja schön und gut. Ja, manchmal nach lustigen Regeln spielen ist ganz nett. Mal so ein bisschen sich ausprobieren, das ist okay. Aber eine wirkliche Erfüllung ist das hier noch nicht. Das liegt vor allem auch daran, dass die Arenen vor allem für Turniere oder für 1-gegen-1-Situationen genutzt werden. Was ist also die nächste Stufe, um sich im PvP zu bewegen? Die nächste Stufe ist das sogenannte Spielen. Das seht ihr hier. Das schickt euch in eine Warteschlange in eine Arena ohne Rangwertung. In der Arena ohne Rangwertung werdet ihr mit anderen Spielern eures Niveaus, also eures Matchmaking-Ratings, das ist halt ein Rating, das ihr nicht sehen könnt, das aber im Hintergrund tatsächlich einen Wert für euch festlegt, werdet ihr in eine Arena geworfen. Und in dieser Arena spielt ihr 5 gegen 5 auf einer Karte, immer nach dem Capture-Point-Prinzip, also 3 Punkte, die ihr erobern müsst, mit einem kleinen Bonus nebenbei. Und ihr seht, wenn ihr ein Matchup habt, gibt es dann quasi dieses Bereitfenster. Da könnt ihr auf Annehmen oder Ablehnen klicken. Und wenn ihr das Ganze annehmt und die anderen 29 Spieler, wollte ich gerade sagen, die anderen 9 Spieler das auch tun, dann kommt ihr in eine Kartenwahl. Sehr, sehr angenehm. Es gibt immer 3 Stück zur Auswahl. Und ja, ihr habt so ein bisschen die Chance, mitzuentscheiden, welche der Karten tatsächlich gewählt wird. In diesem Fall bewegen wir uns auf Vermächtnis des Feinfeuers. Eine der ja, besten kompetitiven Karten, würde ich an dieser Stelle sagen. So, hier habt ihr dann gleich noch mal eine Minute, etwas mehr sogar als eine Minute Zeit, um euch mit euren Mitspielern zu unterhalten, euch auszutauschen. Was sind so die gängigen Strategien? Wo wollen wir hin? Wer geht zum Beispiel close, wer geht far, wer geht Mitte? Seht ihr jetzt hier, ne? Selbes Prinzip, der Close Point, der Midpoint und der Far Point. Hier ist das von der Strecke nicht ganz so überrascht, also nicht so ganz so deutlich, wie das bei den anderen Karten der Fall ist. Der Close Point liegt immer noch relativ weit weg. Nichtsdestotrotz ist das der gleiche Aufbau. Die nette Nebenmechanik, die wir hier haben, ist der sogenannte Gildenherr. Der blaue Gildenherr befindet sich in der blauen Basis, der rote in der roten. Geschützt wird der Gildenherr durch ein Tor, das wir halt per Hand zerstören können, und durch verschiedene Wachen, die neben ihm stehen. Der Gildenherr ist also recht schwer zu besiegen, kostet ein bisschen Zeit, kostet in der Regel auch 2 Spieler oder sogar mehr aus dem gegnerischen Team, belohnt einen dafür aber auch mit 150 Punkten. Und wenn ihr drüber nachdenkt, 500 braucht man zu einem Sieg, bedeutet das logischerweise,
das Team, das 350 Punkte erreicht und dann den Gildenherrn tötet, ist in der Regel das Team, das auch automatisch gewinnt. Ja, wir werden gleich unser erstes Match hier spielen. Hier hättet ihr jetzt noch Zeit gehabt, eure Ausrüstung zu ändern. Auch das ist ein Unterschied zur Arena. In der Arena könnt ihr quasi permanent eure Rüstung wechseln, solange ihr nicht im Kampf seid. Hier ist das so, sobald das Spiel beginnt, ist eure Ausrüstung gesperrt und ihr habt keine Chance mehr, zum Beispiel noch Waffen zu wechseln oder die Runen zu wechseln, sondern ihr müsst tatsächlich das ganze Match mit der Ausrüstung spielen, die ihr vorher festgelegt habt. Es ergibt Sinn, zu Beginn mindestens eine Person Richtung Close Point zu schicken und ansonsten mit möglichst vielen Leuten Richtung Mitte zu gehen. Gegner machen das in der Regel dann ähnlich und man haut sich entsprechend aufs Maul. Es gibt natürlich auch andere Strategien, um genau den Gegner auszucountern und so weiter. Darum soll es aber hier nicht gehen. Das ist ja tatsächlich gerade alles sehr, sehr anfängerbasiert und dementsprechend lassen wir die Punkte mal so ein bisschen außen vor. Ihr seht, so leicht haben wir den ersten Punkt, den wir besitzen oder den wir besitzen können, gecapped. Die Gegner werden jetzt dasselbe machen, allerdings in der Mitte. Sei denn, ich kann da noch was gegen tun. Und das konnte ich tatsächlich. Der Gegner hat sich dann auch noch passenderweise unsichtbar gemacht. Müssen wir ein bisschen gucken, was das hier für ein Spiel ergibt. Denn ich bin tatsächlich dieses Weitläuferbild, das ich hier spiele, so nicht gewohnt. Ja? Das zu meiner Verteidigung. Es scheint aber noch zu reichen, um den gegnerischen Weitläufer hier zu besiegen, hoffentlich. Denn er hat ja noch immer theoretisch sein Pet aktiv, das uns so ein bisschen unter Druck setzt. Aber das sieht ganz gut aus. So, jetzt haben wir den Mittelpunkt gecapped und wir haben unseren Gegner besiegt. Und jetzt ziehen wir uns auf jeden Fall ein Stück zurück, weil da kommen nämlich schon die nächsten Kollegen, die uns was Böses wollen. Mein Team scheint aber auch ganz gut dabei zu sein. Die haben wiederum den Farpoint unter Kontrolle gebracht. Und ihr merkt schon, ihr werdet zu Beginn halt mit sehr, sehr leichten Gegnern zusammengesteckt. Wenn ihr jetzt also ein bisschen erfahrener generell in PvP-Spielen seid, wenn ihr ja vielleicht auch schon erfahren in Guild Wars 2 seid, dann werdet ihr feststellen, ja, dass ihr in der Regel kein Problem mit den Gegnern habt. Es soll ja auch so ein bisschen auf unser Level ausgelegt sein, was wir hier machen. Wenn jemand im Downstate liegt, ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir ihn finishen können. Das werden wir jetzt gleich einmal machen, sofern der Spieler sich hier nicht zurückzieht. Aber das machen die Leute in der Regel nicht. Dann können wir uns jetzt hinstellen, F drücken und der Gegner kann das halt theoretisch unterbrechen. Wenn er es nicht unterbricht, dann würden wir ihn finishen und töten. Warum macht das Sinn, Gegner zu finishen und nicht einfach nur zu attackieren? Es macht in dem Zusammenhang Sinn, dass man Verbündete auch einfach, indem man F drückt, wieder aufheben kann. Und wenn also der Gegner versucht, jemanden wiederzubeleben und wir gleichzeitig versuchen, jemanden zu retten, dann ist das normalerweise so, und wir jetzt versuchen, jemanden zu töten, dann ist das normalerweise so, dass die Wiederbelebung da ganz gut gegenarbeiten kann. Und währenddessen kann die Person, die im Downstate liegt, uns ja zum Beispiel auch noch Schaden zufügen. Und demnach ist das eine sehr, sehr sichere Methode, Gegner zu besiegen. Das sogenannte Finishen. Und man muss halt so ein bisschen situationsbedingt abschätzen, ist es jetzt schlau zu finishen oder ist es jetzt schlauer, tatsächlich Schaden zu machen. Das könnt ihr jetzt in der Anfangszeit definitiv noch nicht selber entscheiden. Da müsst ihr euch dann, oder beziehungsweise ihr habt noch keine Basis, auf der ihr das entscheiden könnt. Es ist auch von Situation zu Situation sehr, sehr unterschiedlich. Ich wollte nur, dass ihr das halt mal alles gehört habt und auch so ein bisschen versteht, warum ich euch das erzähle, was das für Auswirkungen hat und so weiter. Oh, hoppla. Nicht in die Reflection schlagen. Regel Nummer 1. Ja, dann gibt es natürlich jede Menge Animationen, jede Menge Dinge, die ihr lernen könnt. Wir versuchen jetzt hier mal jemanden aufzuheben, der sich nicht aufheben lassen möchte. Und ja, das war es dann tatsächlich auch schon mit dem Match, weil wir eben den gegnerischen Gildenherrn sehr, sehr schnell besiegt haben. Das war recht deutlich, würde ich sagen, mit 502 zu 5. Ihr seht hier am Ende einen schönen Bildschirm darüber, wer was geleistet hat. Hier gibt es dann immer Statistiken.
der Spieler mit den meisten Schaden, der Spieler, der am meisten Feinde besiegt hat, der Spieler, der am meisten Heilung verteilt hat und so weiter und so fort. Das könnt ihr hier wunderbar verfolgen. Was haben wir noch? Angriff bezieht sich, wenn ich mich nicht täusche, darauf, wer einen Punkt decapped hat. Ne? Genau. Indem man Punkte neutralisiert. Und also verdient man sich dann hier in dem Bereich was. Ihr seht ja dann auch, wie viel Prozent eures Teams das ausmacht. Also ich habe jetzt knapp 30% des Schadens meines Teams gemacht. Verglichen mit dem gegnerischen Team habe ich übrigens 250% des Schadens gemacht. 52%, 250, wow. 52% des kompletten Schadens verursacht, den auch die Gegner verursacht haben. Und so könnt ihr ja euch so ein bisschen durch Statistiken wühlen. Die Frage ist, warum spiele ich PvP? Natürlich zum einen, weil ich den Anreiz habe, mich mit anderen Spielern zu messen. Zum anderen gibt es aber auch das Thema Belohnungen, das im PvP eben nicht ganz unwichtig ist. Und das mir gerade mein Inventar zumüllt. Sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ich habe überhaupt gar keinen Platz für all den Kram, den ich jetzt hier gleich bekomme. Wir lagern mal einmal Materialien. Ja, und dann haben wir wieder ein kleines bisschen Platz, um die ganzen Truhen anzunehmen. Im PvP gibt es verschiedene Varianten, über die ihr Belohnungen verdienen könnt. Und hey, wir haben unsere ersten 100 Erfolgspunkte. Hossa! Verschiedene Varianten, über die ihr Belohnungen verdienen könnt. Zum einen bekommt ihr mit jedem Rangaufstieg eine Truhe. Das habt ihr gerade schon gesehen. Den Rang seht ihr hier unten. Der ersetzt quasi die Levelleiste. Die Ränge haben noch einen zusätzlichen Bonus. Wie gesagt, man braucht erstmal Rang 20, um dann in die Ranked Arena eingelassen zu werden. Man bekommt durch die Ränge auch spezielle Emotes freigeschaltet, die man über / Rank, glaube ich, spammen kann. Jawohl. RANK. Und je nachdem, was ihr da erreicht, aktuell sind wir Kaninchen. Möglich ist dann alles bis hin zu Drache. Könnt ihr dann tatsächlich diesen Rang euren Gegnern präsentieren. Ihr habt natürlich auch die Chance, oder beziehungsweise Leute, die euch sehen, können euch dann halt anhand des Ranges ganz gut einschätzen. Maximaler Rang ist 80. Daran hat sich, oder war 80 früher. Ab da gibt es quasi keine zusätzlichen Belohnungen mehr. ArenaNet hat aber, oder beziehungsweise keine zusätzlichen Ränge, keine Besonderheit mehr. ArenaNet hat aber inzwischen eingeführt, dass es nicht mehr bei 80 endet, sondern tatsächlich unendlich hochtickt. Das heißt, man kann anhand des Ranges dann sehen, okay, ne, Leute, die dann halt Rang 200, 300, 400 haben, das sind die, die tatsächlich sehr, sehr viel PvP in ihrer Zeit hier gespielt haben. Leute, die eben niedrigere Ränge haben, haben entsprechend weniger Zeit im PvP verbracht. Ganz logisch. Die ersten Ränge steigt ihr sehr, sehr schnell auf, ähnlich wie beim Leveln. Die letzten Ränge dauern dann wieder etwas länger. Auch das ist, glaube ich, nicht sehr überraschend. Das ist also die eine Methode. Über das Erreichen von Rängen verdient ihr euch Boni, aber auch über sogenannte Belohnungspfade. Aktuell läuft während des Feiertags der Halloween-Belohnungspfad, der euch am Ende eine 20-Platz-Tasche gibt, ist für Anfänger ein super guter Pfad, zum einen, weil man recht gut Gold verdienen kann über die Süßes- oder Saures-Taschen und zum anderen, weil eben am Ende diese 20-Platz-Tasche wartet, wenn man den kompletten Belohnungspfad durchgespielt hat. Ihr seht hier, es gibt verschiedene Ränge, Zwischenbelohnungen und eben eine große Endbelohnung. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Belohnungspfade. Manche belohnen euch mit speziellen Skins, wie hier zum Beispiel den Rucksack. Manche belohnen euch mit neuen Währungen, die ihr brauchen könnt für bestimmte Karten. Andere geben euch wiederum Rüstung, hier eine spezifische PvP-Rüstung. Es gibt dann später noch, die sind aktuell bei uns gesperrt, die Dungeon-Pfade, die uns dann auch Dungeon-Marken geben. Es gibt spezielle Pfade, über die ihr euch auch Miniaturen verdienen könnt. Finisher, wenn ihr Gegner besiegt, sind mit dabei. Waffenkisten. Also je nachdem, was euer Herz begehrt, ist quasi alles möglich in diesen Belohnungspfaden. Die Dungeon-Pfade stehen immer zu einer bestimmten Woche zur Verfügung. Solltet ihr allerdings den Dungeon erfolgreich abgeschlossen haben, werden die Belohnungspfade dauerhaft freigeschaltet. Da verbindet sich dann PvE und PvP etwas.
ja, wie genau sich jetzt Belohnungspfade berechnen, was es da für Belohnungen gibt, welche die lohnenswertesten sind und so weiter. Ich glaube, das soll uns jetzt auch in diesem Video noch nicht beschäftigen, aber ihr solltet das auf jeden Fall mal gehört haben, was ein Belohnungspfad ist, wie ihr ihn auswählt und warum er so wichtig ist, denn darüber verdient ihr euch im PvP tatsächlich sehr viele Belohnungen. Einen Schritt weiter. Wir waren gerade beim Spielen, da könnt ihr euch theoretisch alleine anmelden, zu zweit, zu dritt, zu viert oder zu fünft. Springen wir dann in die Antreten-Arena, also in die Rangliste tatsächlich. Da gibt es Seasons, da gibt es Saisons oder mehrere Saisons, sagt man dann, ne? Die regelmäßig stattfinden, die dann wiederum auch 8 Wochen oder glaube ich oder 10 Wochen andauern. Und in der Zeit kann man sich in eine Rangliste spielen, in der Liga. Hier seht ihr das Ganze, wenn ihr regelmäßig spielen würdet. 10 Spiele müsst ihr machen, damit ihr platziert werdet. Dann gibt es verschiedene Divisionen. Legendär, ganz oben, Platin, Gold, Silber, runter bis Bronze. Je nachdem, wie gut ihr spielt, werdet ihr hier platziert. Die besten 250 werden hier angezeigt. Die besten 5 nochmal in einem speziellen Fenster. Und auch Freunde und Gildenmitglieder könnt ihr hier direkt sehen. Das heißt, ihr könnt im Ranking einschätzen, okay, so gut bin ich verglichen mit meinen Freunden, mit meinen Gildenkollegen und so weiter. Das ist sehr, sehr schön, das motiviert, besonders wenn man regelmäßig PvP spielt. Und was halt auch motiviert, sind die Belohnungen, die man währenddessen bekommt. Das seht ihr hier unten, das sind diese Truhen, die sind nur während einer Season erspielbar. Ihr bekommt in der Season Pips, das sind diese, oder sie nennen sich halt Pips, diese kleinen Punkte hier. Ihr bekommt grundsätzlich 3 Pips dafür, dass ihr spielt, egal ob ihr gewinnt oder verliert. Ihr bekommt dann noch Bonus-Pips fürs Gewinnen, Bonus-Pips dafür, dass ihr euch am Anfang bereit gemeldet habt, einen Bonus-Pip dafür, dass ihr einen Top-Stat holt, also weil ihr am meisten Schaden, am meisten Heilung oder sonst irgendwas verteilt habt. Und so kommt ihr dann irgendwann immer weiter vorwärts in diesen Belohnungspfaden sozusagen. Und hier seht ihr, da steckt schon ein bisschen mehr drin. In der Kuelin-Blau-Truhe, das ist die allererste Truhe, die man nach und nach freischaltet, warten insgesamt 5 Gold 60, Liga-Tickets, nicht identifizierte Farben, Transmutationsladungen und aufgestiegene Scherben des Ruhms. Liga-Tickets und aufgestiegene Scherben des Ruhms sind die Dinge, die man dann später beim Händler hinten gegen besondere Rüstungen hin bis zur legendären Rüstung eintauschen kann. Die ist dann aber auch ein ganzes Stück aufwendiger. Gold braucht man grundsätzlich. Transmutationsladungen sind dazu da, um den Skin der Rüstung zu verändern. Dafür gibt es ja die Garderobe. Das habe ich euch ja mal vorgestellt, das Garderobenprinzip. Und über Transmutationsladungen könnte ich jetzt hier zum Beispiel einen anderen Stiefelskin auswählen. Voraussetzung ist, dass ich eben diesen Skin schon mal besessen habe. Und dafür braucht man diese Ladung, ist also auch nicht ganz unwichtig. Je weiter ihr euch vorspielt, desto größer werden die Belohnungen. Hier gibt jede Zwischentruhe schon 45 Silber, hier sogar hoch bis zu 60 Silber. 10 Gold gibt dann die Endtruhe. Und ganz hinten haben wir dann Byzantium. Byzantium gibt sogar 20 Gold am Schluss. Und solltet ihr dann einmal da angekommen sein, an der Endtruhe, dann wiederholt sich Byzantium immer wieder. Und immer wieder gibt es halt 20 Gold dafür. Immer wieder gibt es ein paar aufgestiegene Scherben des Ruhms. Das Einzige, was sich nicht wiederholt, ist die Kiste mit den Großmeisterzeichen. Das ist die Mini-Lama-Miniatur, die ihr euch auswählen könnt. Und die PvP-Liga-Tickets. Die sind ja begrenzt jede Saison. Ja, das ist dann also die nächste Variante, während einer Saison sich hier Belohnungen zu erspielen. Und ganz wichtig natürlich, man möchte sich präsentieren, sagen, okay, ich zählte zu den besten Spielern, weil ich in Platin oder Legendär gespielt habe in dieser Saison. Das ist halt das, was theoretisch die meisten Leute am PvP motiviert. Die Season kann man, ach guck mal, ich kann nicht so in die Vorseason schauen. Oh, dann seht ihr das sogar ein bisschen besser. Ne, dann seht ihr hier die Rangliste, das waren die Top 10. Da sind einige bekannte Namen dabei, sofern man sich eben ein bisschen mit dem PvP beschäftigt. Ihr seht dann hier, in was für einer Wertung die sich befunden haben und könnt runterspringen in die Top 250. Ihr seht hier die besten 5, ihr seht hier theoretisch Freunde und Gilden. Wenn ich denn jeweils eine hätte, hätte ich die Chance dann auch da, Leute tatsächlich zu sehen. Die Season lässt sich aber nur alleine
oder zu zweit spielen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die Teams einigermaßen ausgeglichen sind. Was ist jetzt aber, wenn ich zu fünft spielen möchte? Und da kommen wir in den Turnierbrowser. Im Turnierbrowser ist es so, dass wir täglich 3 Turniere spielen können. Das seht ihr hier. Die werden jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten freigegeben. Damit es nicht heißt, die einen immer nur abends, die anderen immer nur morgens. Und was ist jetzt mit Leuten, die mal nachmittags spielen wollen? Rotiert das Ganze ein bisschen. Es hat also keine komplette... Oder es ist halt nicht so, dass es immer am selben Tag zur selben Uhrzeit ist, sondern es variiert ein kleines bisschen. Und ihr seht hier, 3 Turniere gibt es am Tag. Die Namen müsst euch jetzt nicht interessieren, die variieren sowieso ein kleines bisschen. Interessant ist dann das monatliche Turnier. Das findet logischerweise einmal im Monat, und zwar an diesem Samstag passenderweise statt. Und setzt voraus, dass man Qualifizierungspunkte verdient. Qualifizierungspunkte bekommt man dadurch, dass ihr eben an den täglichen Turnieren teilnehmt. Ihr seht das hier, das Erreichen von Platz 9 bis 16 gibt 5 Punkte, 5 bis 8 gibt 10 und so weiter bis hin zu 50 Qualifizierungspunkten, mystischen Münzen, 25 Gold. Das ist die Belohnung, die jeder Spieler bekommt. Um sich aber für die täglichen Turniere anmelden zu können, braucht man eine Fünfergruppe. Entweder man spielt sich halt selber eine Fünfergruppe ein, oder man nutzt wieder unser bekanntes Gruppensuchtool, das ich ja schon mal vorgestellt habe, um sich hier Turniergruppen auszuwählen. Aktuell steht da nichts zur Verfügung. Kurz vor einem Turnier, in der Regel so etwa 10 bis 30 Minuten vorher, fangen die Leute eben an, Gruppen zu suchen, und man kann sich entsprechend einer Turniergruppe anschließen. Nicht alle sind dabei immer erfolgreich. Ihr seht dann hier ungefähr, wie das ablief. Das war die erste Runde, die Teilnehmer der ersten Runde oder die da ausgeschieden sind. Hier sind die Leute in der zweiten Runde ausgeschieden. Und ganz oben steht dann eben das Team, das gewonnen hat. Das ist der Zweitplatzierte, der im Finale eliminiert wurde und so weiter. Ihr seht hier die Belohnungen. Für tägliche Turniere sind sie ganz okay. Monatliche Turniere haben halt großartige oder, ich sag mal, gute Belohnungen. Unter anderem eben 500 Gold, 100 mystische Münzen, eine besondere Passierscheine, aufgestiegene Rüstungen und Titel, mit denen man sich dann so ein bisschen im Ruhm sonnen kann, würde ich sagen. Und das ist ja auch immer ein Aspekt vom PvP. Okay, da gebe ich vielleicht El Robertolo aus dem Chat nochmal recht. Das Wichtigste mag tatsächlich dann noch das Symbol sein, das man über seinem Charakter trägt, um den Leuten dann halt zu zeigen, hey, wir sind die aktuellen Turniergewinner. Der Rest juckt keinen. Das ist aus der Sicht eines wirklichen, also eines nur oder eines reinen PvP-Spielers ist das tatsächlich richtig. Der Rest juckt tatsächlich keinen. Spielt man halt alle Bereiche, PvE, PvP, WvW, ich glaube, dann verneint man auch das Gold und die mystischen Münzen nicht. Wobei es, ja, es mag vielleicht Ansichtssache sein. Ich hätte gerne 500 Gold. Möchte ich nur mal ganz kurz anmerken, dass mich das schon jucken würde. Ich bin nämlich dauerarm in diesem Spiel. Ja, damit haben wir eigentlich die wichtigsten Bereiche einmal durchgesprochen. Klassisches, der normale Serverbrowser, aus dem man wählen kann. Hier theoretisch dann auch die Möglichkeit, sich selber eine Arena zu erstellen. Das kostet aber wiederum Gold und es kostet auch Zeitmarken, die Arena am Leben zu erhalten. So ein solches Kit kostet, ich zeige euch auch mal, wo ihr das theoretisch kaufen könntet. Für den Fall, dass ihr mal auf die Idee kommt, eine eigene Arena aufzusetzen. Es wird wahrscheinlich nicht euer erstes primäres Ziel sein, aber man kann es ja trotzdem mal angesprochen haben in diesem Teil hier. Und zwar würdet ihr hier rüber zu dem Arena-Händler gehen. Das ist der kleine süße Quaggan, der hier steht. Und der verkauft euch für 200 Gold eine Arena. Und ihr müsst dann halt für jeden Tag, an dem sie laufen soll, 2 Gold investieren. Haltet ihr die Arena länger als 7 Tage, glaube ich, nicht am Laufen, dann wird sie wieder gelöscht, oder? Sind das 7 Tage? Ich meine, es waren 7 Tage. Können auch inzwischen mehr oder weniger sein. Das kann ich nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Also wir haben über den Serverbrowser gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was Spielen und was Antreten ist und tatsächlich haben wir auch das Thema Turniere angesprochen. Damit solltet ihr jetzt in der Regel gewappnet sein, um das PvP, das klassische PvP betreten zu können.
Waffensigille. Auch darüber haben wir gesprochen. Worüber wir tatsächlich noch nicht gesprochen haben, das ist eben der letzte Punkt hier auf der Liste, das ist der andere Spielmodus, der seltener angefasst wird. Ich weiß gar nicht, wo ich denn jetzt noch die Chance habe, Festung auszuwählen. Es gibt für die normale Arena auch tatsächlich einen spezifischen Haken hier für alle Modi, beziehungsweise Bezwingung oder eben Festung. Festung ist der andere Spielmodus, Stronghold, in dem unter anderem die Nebelhelden ihren Einsatz finden. Ich sage aber schon mal vorneweg, die Warteschlangen da können recht lang sein, denn der Spielmodus ist bei der Community nicht so beliebt, weil er auch von ArenaNet nicht perfekt umgesetzt wurde. So drücke ich das jetzt mal aus. Die Idee ist dahinter, dass man nicht versucht, Punkte oder nicht über Capture Points Punkte zu verdienen, sondern eine gegnerische Gildenhalle stürmt und da den Gildenherrn tötet. Im Prinzip das, was wir gerade auf Vermächtnis des Feindfeuers gemacht haben, in einem etwas größeren Stil. Man kann Unterstützer herbeirufen, die Tore attackieren oder so ein bisschen MOBA-mäßig hat man also eine Lane, auf der man Minions beschwören kann, die einem helfen bei dem Eroberungsversuch. Man hat verschiedene Nebenobjekte, mit denen man interagieren kann. Im Großen und Ganzen solltet ihr euch allerdings nicht zu sehr darauf freuen, weil, wie angesprochen, ist halt Festung nicht so beliebt. Im Ranked wurde sie zum Beispiel komplett entfernt. Im Server-Browser gibt es, glaube ich, auch nur wenige, die... Oh, tatsächlich gibt es hier oben. Vielleicht machen wir das dann lieber. Nämlich keine Ahnung, wie lange die Warteschlange ist. Wir joinen mal dem Server 100. Das ist nämlich die Schlacht von Champions Dämmerung. Und da scheint sogar ordentlich was los zu sein. Da sind aktuell 14 Leute auf der Karte. Da schauen wir dann tatsächlich einfach mal rein. Ich weiß nicht, ob wir spielen können, aber ansonsten zeige ich euch die wichtigsten Objekte und das, was ihr wissen müsst, über den sogenannten Spectator-Modus. Also der Zuschauer-Modus, aus dem man von oben eine ganz gute Sicht hat, was hier passiert. Tatsächlich sind beide Seiten voll. Sehr, sehr interessant. So sieht die Karte dann aus und die Idee ist halt relativ simpel. Das ist die blaue Festung, die blaue Base, das ist die rote Base, das ist entsprechend auch die rote Festung. Man hat hier den kurzen Weg. Die blauen haben halt zur blauen Festung den relativ kurzen Weg. Und da stehen die Gildenherren drin, die getötet werden müssen, damit man das Spiel gewinnt. Oder aber, wenn die Zeit abläuft, gewinnt wieder das Team mit den meisten Punkten. Punkte gibt es dafür, dass man Gegner tötet, Punkte gibt es aber auch dafür, dass man Tore zerstört. Es gibt insgesamt 2 Tore diesmal, ein Tor hier außen, ein Tor etwas weiter innen. Es gibt Punkte dafür, dass man, wofür gab es noch Punkte? Hier seht ihr zumindest Außentor und das Herrentor, das bereits zerstört wurde, plus die Lebenspunkte der jeweiligen Herren. Es gibt außen noch die Nebelessenzen, die Verbündete rufen, die jetzt gerade aufgetaucht sind. Diese beiden geben ebenfalls Punkte, wenn man sie erobert. Es gibt als Nebenobjekte auch noch Trebuchets auf der Karte, mit denen man auf Gegner schießen kann. Man sollte meinen, dass das so ein bisschen in Richtung Guild Wars 1 GVG geht, so wie Simon Pohls das schreibt. Es ist aber halt nicht vergleichbar, vor allem nicht vom kompetitiven Level her. Und dementsprechend solltet ihr euch nicht zu sehr auf diesen Modus freuen. Jetzt auch ein bisschen den Spectator-Mode, den habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Mir war nämlich, ich habe auch schon wieder nicht bewusst, dass man die Augen auf der großen Map nicht sehen kann, sondern tatsächlich nur über die Minimap von einem Spectator-Point zum anderen springen kann. Inzwischen gibt es ja auch eine freie Kamera, wenn ich jetzt noch wüsste, wie man sie aktiviert hat. Das war Steuerung-Shift-F? Ja, Steuerung-Shift-F. Gibt es auch theoretisch die freie Kamerafahrt, mit der man sich dann über die Karte bewegen kann, um sich so ein bisschen Übersicht zu verschaffen. Ich mag eigentlich den Spectator-Mode von Guild Wars 2. Das Problem ist, dass Guild Wars 2 selber, sehr, sehr viele Animationen und Effekte hat, sodass das Zuschauen nur bedingt angenehm ist. Und vor allem auch viele Leute, die eben sich nicht so intensiv mit dem PvP beschäftigen, dem ganzen Geschehen nicht so richtig folgen können. Das heißt, für euch könnte das jetzt ebenso verwirrend sein. Ich bin mir da nicht mal so hundertprozentig sicher. Ich möchte aber trotzdem eben ein klein bisschen mal zeigen, wie das Ganze aussieht.
Ich werde übrigens auch, kleine Ankündigung schon mal vorneweg, es gibt jetzt das Feature, dass wir Shoutcaster in der Lage sind, die täglichen und monatlichen Turniere zu spectaten. Und ich werde versuchen, diesen Monat klappt es noch nicht, aber in nächster Zeit dann auch mal aus den täglichen und monatlichen Turnieren ein bisschen was zu zeigen auf dem Kanal. Da freue ich mich zum Beispiel sehr drauf. Jetzt sehen wir hier nochmal einen letzten finalen Angriff oder einen Angriffsversuch in der letzten Minute vom roten Team. Und die drei Kollegen, die hier auch nochmal... Oh, hoppala. Das sollte, glaube ich, nicht passieren. da muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit der freien Kamera. So, sie stürmen jetzt hier in die Festung hinein. Ziel ist der gegnerische Gildenherr. Der hat noch knapp 24% Lebenspunkte. Er hat ebenso einen Downstate übrigens wie die richtigen Spieler auch. Das heißt, er muss da noch einmal gefinished werden. Das Ganze auch aus Sicht der Spieler anschauen. Dann sehen wir noch so ein bisschen die Cooldowns der Leute. Und... ja. Jetzt haben sie den Gildenherrn down. Okay, ich war gerade doch ein kleines bisschen verwirrt, weil ich den Gildenherrn nicht mehr gesehen habe. Und ja, das war einmal so ein kurzer Ausflug in die Schlacht von Champions Dämmerung. Wie gesagt, nicht die absolut beliebteste Karte im PvP und auch ein kleiner Exkurs in den Spectator-Modus. Der Modus kam tatsächlich mit Heart of Thorns ins Spiel, Silent Impulse. Also, und da haben wir auch sehr, sehr groß darüber berichtet. 7. November ist die, oder beginnt die nächste Season. Also Dienstag in einer Woche. Anderthalb Wochen müssen wir uns da noch gedulden. Ja, und das war's dann erstmal mit dem Anfängerstream-Einblick ins PvP. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und so ein bisschen geholfen. Wenn ihr dann noch mehr wissen möchtet, zum Beispiel, wie ihr dann aufgestiegene und legendäre Rüstung herstellt, was es noch für Besonderheiten alles bei den Händlern gibt und so weiter, dann schaut immer auf GateNews vorbei, auf gatenews.de. Da verraten wir euch in der Regel alles Wichtige, haben Guides zu den einzelnen Themen und so weiter. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier Feierabend mit dem offiziellen Anfängerstream. Ich würde aber gerne im Anschluss ein bisschen PvP jetzt tatsächlich spielen. Und zwar auf meinem, oder will ich auf meinem Hauptaccount? Können auch noch ein Match eigentlich auf dem Anfänger-Account spielen, ne? Um hier so ein paar Ränge uns nach vorne zu arbeiten. Spielen wir ein Match noch auf dem Anfänger-Account? Oh, Gottes Willen. Und danach wechseln wir dann tatsächlich auf den Hauptaccount und spielen da ein bisschen PvP. Da habe ich eigentlich keinen da. Wiederverwertungskit, dann hauen wir mal die unnötige Rüstung ganz kurz weg. Ich habe hier noch Kupfersachen. Okay, dann behalten wir die auch erstmal. Wenn die Sachen wahrscheinlich alle wegschmeißen, weil ich die nicht wiederverwerten kann, ne? Ah, ist das schön. Dann können wir noch alle zum Händler bringen. Behalte ich mal zur Vorsicht. Dann können wir die anderen PvP-Truhen öffnen und uns mit Halloween-Belohnungen oder mit Süß- oder Saurus-Taschen beregnen lassen. Truhe können wir nicht öffnen, die Erfolgstruhe können wir aber öffnen. War das eine gute Idee, die Erfolgstruhe zu öffnen? Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich brauche einen Platz noch. Jawohl. Kann ich nämlich die Vierertasche hier... kann ich nicht, weil ich noch einen Platz brauche. Kann ich aber lagern, ne? Ja, lagern. Jawohl. So, dann ziehen wir die Tasche einmal da raus und ziehen uns eine größere Tasche. Die größere Tasche wird uns helfen. Also war es eine gute Idee, das tatsächlich zu öffnen. Kompakt. So. Ja, habt ihr ansonsten noch irgendwelche Fragen zum Thema PvP? Besonders vielleicht aus Anfängersicht, aus Einsteigersicht. Achso, ich habe hier immer noch Festung ausgewählt, ne? Wir nehmen hier für diesen Fall jetzt einfach mal alle Modi, das, was am schnellsten geht. Irgendwas im Chat, was euch gerade beschäftigt, was ihr zum Guild Wars 2 PvP wissen möchtet, dann würde ich euch gerne da Rede und Antwort stehen. Nein, ich werde gleich PvP nicht als Wiedergänger spielen. Ich werde gleich ein bisschen nochmal den Krieger anpacken und den vielleicht so weit bringen, dass ich damit in die Season starten kann nächste Woche. Ähm,
Warum lieben Leute und machen mich damit ganz doll traurig? Ja, Sintoras. Warum Leute lieben und warum Leute im PvP manchmal rücksichtsloser sind, als sie im normalen Spiel oder im normalen Leben wären? Keine Ahnung, ne? Da macht das PvP halt, ja, mit Menschen oder aus Menschen schlechtere Menschen. Das kann passieren. Ja, Roberto, da ich natürlich jede Season Legend spiele, kann ich dir sagen, dass die Solo-Queue-Situation im Legend-Bereich einfach ein Traum ist. Ja? Es gibt einfach nichts Besseres. Oh Gott, die Leute voten wirklich Schlacht von Champions-Dämmerung. Ach du Scheiße, ich dachte, ich mache einen Troll-Vote daraus. Ja, Hossa. Vielleicht kriegen wir jetzt doch noch ein gespieltes Match in... Na okay, kriegen wir nicht. Ein gespieltes Match auf der Karte. Fun Fact. ArenaNet hat ja mit dem PvP-Patch im Juni... Juni? Ja, Juni müsste es, glaube ich, gewesen sein. Die Erfolge reingebracht, dass man auf den Karten Gegner tötet, Spiele spielt und so weiter. Ich habe tatsächlich auf meinem Hauptaccount noch nicht einen Punkt aus diesen Erfolgen gewonnen, weil ich noch nicht einmal auf der Karte war. Ja doch, ich habe mitbekommen, dass du in der nächsten Saison als Legend nur noch solo queuen kannst. Ich finde, wie gesagt, ich kann halt zur Situation der Leute da oben nichts sagen. Ich war eigentlich immer ein großer Fan davon, den Leuten Duo-Queue zu erlauben. Weil ich der Meinung bin, dass Duo-Queue tatsächlich die Zahl der Spieler, die sich in der Rangliste anmelden oder die sich in der Season anmelden, erhöht. Ich habe ja selber zum Beispiel mit meinem zweiten und mit meinem dritten Account auch gerne die Season gespielt mit jemand anderem zusammen. Ich war immer so ein kleines bisschen eitel und habe das halt nicht mit meinem Hauptaccount gemacht. Vielleicht auch, weil es nicht schlau ist, mit einem Platin-Account dann mit Silber oder gegen Silberleute zu queuen, weil halt doch immer mal was schief gehen kann und das dann sehr, sehr viel Rating kostet, beziehungsweise die Gegner dann auch zu schwer werden für meine Mitspieler. Mein Punkt ist aber, dass das halt im hohen Bereich nicht verkehrt ist, das zu verbieten. Zwei Legendary oder ein Legendary und ein Platin-Spieler zusammen sind in der Regel halt ein Brett, mit dem die meisten Gruppen kaum umgehen können. Die Frage ist, ob man das Duo-Queue-Verbot auch noch auf Platin ausweiten sollte. Die habe ich sehr, sehr oft im Reddit danach, glaube ich, noch gesehen oder in dem Forenpost. Und die Idee fand ich ganz interessant, weil ich auch im Platin schon das Gefühl hatte, dass es halt ein großer Vorteil ist, zu zweit zu queuen. Ich bin aber trotzdem ein Fan davon, Duo-Queue zu haben und fände es nicht gut, wenn sie es komplett abschaffen. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Es fühlt sich nicht viel besser an als das Match gerade eben. Ja. Das Schöne ist, dass man halt wirklich am Anfang des PvPs noch mit solchen Builds wie mit dem offensiven Ranger richtig, richtig viel Spaß haben kann. Das ändert sich dann leider irgendwann. Flex-Queue wie in League of Legends. Oglas, wenn ich mich nicht täusche, haben sie die Flex-Queue doch wieder entfernt, weil es scheiße war, das System, oder? Oder täusche ich mich da gerade? Ich meine mich daran zu erinnern, dass sie die Flex-Queue wieder entfernt haben. Hallo? Oh. Und jetzt gegen zwei. Das wird dann schon ein bisschen interessanter. Gegen drei wird es dann vielleicht sogar zu interessant. Oh. Komme ich hier tatsächlich raus? Wow. Ja, das hätte nicht passieren dürfen, dass ich da lebend rauskomme, aber gut. Ich will mich an dieser Stelle mal nicht beschweren. Oh. Dann war ich vielleicht ein bisschen zu aggressiv wieder mit nach vorne laufen.
Gut, mein Team sollte dafür dann den Punkt unter Kontrolle bringen, hoffe ich. Okay, es ist ungewohnt, das zu spielen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie die Flex-Queue wieder entfernt haben aus LoL. Aber ich würde mich auch nicht hundertprozentig auf mich selber verlassen. Mit dieser Information. Ich meine, dass ich das irgendwo gelesen hatte. Also wie gesagt, die ersten Matches, da wird man halt in der Regel wirklich gegen sehr, sehr leichte Gegner gequeued. Ich bin halt überrascht, dass mein Team tatsächlich so stark ist, dass sie dann die Gegner auch noch überrollen. In der Regel hat man ja dann, das wäre dann halt nur ich der ein bisschen fortgeschrittener ist. Aber es sieht so aus, als wäre das hier auch nicht gut balanced aktuell. Räumen wir über ihn drüber und hallo. Zack. Denn das ist das zweite Match, das wir jetzt spielen und der zweite wirklich große Blowout. Das zweite Mal, dass wir wirklich extrem hoch am Gewinnen sind. Und das sicherlich nicht nur dadurch, dass ich hier mitgespielt habe, sondern vor allem auch dadurch, vor allem da ich jetzt sehr, sehr viel in den Block da hinten haue, vor allem auch dadurch, dass mein Team halt gut mit dabei war. So, einmal das Pad interrupten. Dann steht der auch nicht mehr auf. Tryhards. Ja. Wären wir Tryhards, hätten wir wahrscheinlich versucht, zu Null zu gewinnen. Das ist uns aber auch nicht gelungen. Gibt es... Was? Es gibt jetzt Solo-Queue und Flex-Queue ohne 4 Premates in LoL. Was ist denn Flex-Queue ohne 4? Prinzessin hat lange kein Guild Wars mehr gespielt. Seit das mit den legendären Rängen im PvP dazu kam. Jetzt bin ich ganz fertig im Viva üben, dass ich nach einer Woche einsteigen, also dass ich dann in der Woche einsteigen kann. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Wir brauchen immer neue Leute, die PvP spielen. Definitiv. Ja. Oh, warum bist du denn? Wieso ist er wieder aufgestanden? Doch keiner von meinen Leuten gestorben, oder? Okay. Jetzt, dass wir den Dieb da hinten noch ausschalten. Ja, das war dann ein toter Nekro. Da vorne ist noch der Dieb. Hallo. Okay, da kommt der andere Ranger. Ich muss sagen, ich liebe das Siege des Steins. Ich glaube, das bringt so viele oder hat so viele Diebe schon zur Verzweiflung gebracht. Oh, das könnte jetzt spannend werden. Nein, okay, da kommt kein Rest durch. Schade, es hätte mal ein bisschen spannender werden können. Eine ganz dumme Frage, warum nutzt niemand die Execute-Animationen? Weil ich das sehe, Autotacken, die meisten Leute gehen in einem Downstage stattdessen. Ja, der Punkt ist halt, wenn du jemanden versuchst zu finishen und du wirst dabei unterbrochen. Dann war halt der ganze Finish-Versuch für die Cuts. Und wenn du halt Gegner nicht finishen musst, ist das halt ein unnötiges Risiko. Und wir hatten bisher noch nicht die Situation, dass es nötig war, jemanden zu finishen. Und vor allem, wenn du mit zwei Leuten auf einen Gegner einhaust, ist das in der Regel auch so. Ich kann jetzt Stability anschmeißen. Vorher machen müssen, bevor ich versuche zu finishen. In der Regel ist es halt so, wenn du mit zwei Leuten auf den Gegner einhaust, dann ist der auch schnell genug tot, um eben keinen Blödsinn mehr zu machen. Auf der anderen Seite hast du auch noch das Problem, das, was ich jetzt gerade hatte, du wirst halt gedamaged, während du probierst, jemanden zu finishen. Und das kann dich dann am Ende danach eventuell den Kopf kosten. Es,
gibt halt auch viele, viele gute Gründe, warum man nicht finishen sollte. Und ja, es ist halt Situation, ist halt von Situation zu Situation unterschiedlich. Man muss da so ein bisschen dann herausfinden, wann man was tatsächlich macht. Es wäre dann nötig, wenn du siehst, dass zum Beispiel Gegner versuchen wollen, ihn zu resen. Wenn du in einem 3 gegen 3 spielst, jemanden in den Downstage schickst und die zwei anderen versuchen, ihn wiederzubeleben, dann macht es halt Sinn, dass einer, der Stabilität hat, den Gegner finisht, während die anderen zwei weiterhin Damage drauf machen, damit er auf jeden Fall nicht hochgerest wird. Es kann dann ansonsten tatsächlich passieren, dass der Gegner halt den Verbündeten oder den eigenen Verbündeten wiederbelebt und man selber dann, ja, das Problem hat, gegen drei Leute wieder kämpfen zu müssen. Spektor hat auch nicht unrecht, ne? Gegner im Downstate liegen lassen, bringt ja auch noch einen Zeitvorteil. Es dauert länger, bis sie tatsächlich wiederbelebt werden. Auch das kann taktisch sehr, sehr wichtig sein. Kann taktisch auch Sinn machen, Gegner. Also vor allem halt, da sind wir dann bei zeitbasierten Inhalten, wie zum Beispiel im Tempel des stillen Sturms. Da haben wir ja die Buffs. Jemanden dann so zu töten, dass er auf jeden Fall erst wiederbelebt wird, nachdem die Buffs da sind, kann dir halt einen unheimlichen Zeitvorteil verschaffen. Gut, dann würde ich sagen, wir haben uns ein bisschen mit dem PvP auf dem Anfängerstream auseinandergesetzt. Das heißt, wir verlassen das Ganze jetzt wieder. Ich bedanke mich bei den Leuten, die auf YouTube zugeschaut haben. Und ja, hoffe, dass euch der Anfängerstream ein bisschen weitergeholfen hat in Bezug auf PvP. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, zögert wie immer nicht, die in den YouTube-Kommentaren zu stellen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle bei den späteren Mitschnitt-Zuschauern und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video. Macht's gut. So, dann haben wir das abgehakt. Ich switch einmal ganz kurz das Overlay ins Intro. Einfach